Hallo und willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online mit Virunia. Tamriel feiert das Neujahrsfest. Juhu! Und wir sind natürlich live dabei. Im Hintergrund seht ihr schon, wie es hier abgeht. Ganz kurz die Eckdaten zusammengefasst. Beim Neujahrsfest, also das Neujahrsfest hat angefangen am 14. Dezember 16 Uhr. Es endet am 2. Januar 16 Uhr. Pro Tag gibt euch die wunderschöne Nord in dem weißen Kleid, ihr seht sie dort, gibt euch 9 Quests. Die könnt ihr alle insgesamt einmal pro Tag abschließen. Für jede Quest bekommt ihr eine Kiste. In jeder Kiste befinden sich Belohnungen. Und es gibt einen Haufen Achievements zu sammeln. So, das ist das Ganze grob zusammengefasst. Wenn dir das an Infos reicht, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Für alle, die gerne noch ein paar Infos mehr haben möchten, geht's hier natürlich noch ein bisschen weiter. Also vielleicht die allererste Sache, wie kommt man überhaupt zu diesem Neujahrsfest? Ihr startet das Ganze im Kronenshop. Und dort kauft ihr euch die Schriftrolle zum Neujahrsfest. Das könnt ihr hier machen, indem ihr einfach die Maus sozusagen darüber fahrt und auf E drückt. Dann seht ihr hier, das Ganze kostet wirklich 0 Kronen. Das heißt, jeder kann daran teilnehmen. Man muss jetzt nicht Geld bezahlen, um an dem Event halt teilnehmen zu können. Bestätigt das Ganze und eure Schriftrolle landet in eurem Inventar unter verschiedenen Dingen. Das ist diese Schriftrolle. Ihr könnt dann die einmal halt benutzen, bekommt dann eine Quest und die führt euch zu Breda. Das ist die Neujahrsheroldin. Auf der Map, also lokal, befinden wir uns in Ostmarsch. Hier oben ist Windhelm, die Hauptstadt sozusagen. Und wenn ihr ein bisschen der Straße hier nach Süden folgt, dann kommt ihr hier an den Wegschrein von Kühneshain. Und hier auf so einer kleinen Anhöhe befinden wir uns. Wenn ihr noch keinen Wegschrein in Windhelm habt, ne, manche haben das ja einfach noch nicht, dann könnt ihr aus der Alikre-Wüste ein Boot Richtung Riften nehmen. Das ist hier unten diese Stadt. Das heißt, man soll ein Boot nehmen können, laut The Elder Scrolls Online. Auf jeden Fall landet ihr dann in Riften und könnt dann Richtung Norden nach Ostmarsch gehen. Ich bevorzuge persönlich den Weg, einfach zu gucken, wer aus meiner Gilde ist gerade an der Stelle, wo ich hin möchte. Wo habe ich noch keinen Wegschrein und kann mich hin teleportieren. Oder man fragt im Chat, ob man kurz eine Gruppe machen kann, damit man sich dahin teleportieren kann. Es werden momentan sehr, sehr viele Leute eben in dieser Quest sein, in der Region sein. Und die Spieler bei Elder Scrolls sind sehr, sehr, sehr hilfsbereit. Das muss man wirklich sagen. Mit dem, ich sag mal, mit den Quests, die man abschließen kann, kann man natürlich auch entsprechende Errungenschaften freischalten. Und ich habe das die letzten 3 Tage für euch schon gemacht, kann vielleicht ein bisschen euch noch den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg geben. Weil bei so ein paar Dingen, da bin ich ein bisschen verzweifelt. Ne? Also ihr ruft die Errungenschaften auf, indem ihr in euer Tagebuch geht, dann auf Errungenschaften bei Feiertagsevent das Neujahrsfest auswählt. Und man muss das leider sagen, da es sich ja um tägliche Quests handelt, die jeder, der an dem Event teilnehmen möchte, jeden Tag machen muss, sind die Server ein bisschen sehr ausgelastet, würde ich jetzt mal ganz nett sagen. Also es laggt und ruckelt teilweise wirklich extrem. Ja, und deswegen hatte ich so ein paar Sorgen, gerade bei so Errungenschaften, die auf Zeit gespielt werden. Aber ich habe sie gekriegt. Tipp Nummer 1 beim bei der 5-Krallen-Langfinger-Prüfung. Ihr müsst hier 3 Kisten innerhalb von 35 Sekunden knacken, per Schlösser knacken. Tipp Nummer 1. Ihr könnt Schlösser auch aufbrechen. Ja, das beschleunigt das Ganze extrem. Tipp Nummer 2. Wenn ihr jetzt feststellt, dass ihr die 35 Sekunden nicht schafft, weil irgendwie euch ein paar Dietriche abgebrochen sind oder es zu doll leckt oder sowas, ihr könnt den Timer der Quest einfach runterlaufen lassen und dann nochmal neu zum Quest-NPC hingehen und sagen, oh, ich habe es nicht geschafft, was kann ich jetzt machen? Ja, kannst du dann einfach nochmal neu starten. Und Tipp Nummer 3. Das ist mir am Anfang leider passiert. Ihr müsst die Kisten auch ausräumen. Ne? Also es reicht nicht, sie aufzuknacken, sie muss auch ausgeräumt werden. Ne? Deswegen, das ist ganz wichtig, aber dann kriegt man das auch ohne Probleme hin. Also ich habe, glaube ich, dann 3 Versuche gebraucht, also die Quest 3-mal runterlaufen lassen und dann schafft man das auch. Beim Steinzahnrülpser muss man, also ich will nicht zu viel verraten, aber ihr braucht, um diesen Betnik Doppelwürz Ale herzustellen, braucht ihr ein Rezept. Dann, das heißt, ihr kocht den einfach und trinkt den dann am Schluss nach dem besagten Festmahl. Oder ihr kauft den aus den Gilden oder vielleicht kriegt ihr auch von einem Freund oder sowas. Ne? Diese Errungenschaft ist selbsterklärend. Diese Errungenschaft ist auch entsprechend selbsterklärend. Diese Errungenschaft bekommt ihr, wenn ihr alle Quests einmal abgeschlossen habt. Und zusätzlich zu dieser schönen Neujahrshimmelblaufarbe bekommt ihr
einen Metkrug überreicht. Diesen Metkrug zeige ich euch einmal. Den wiederum findet ihr unter den Sammlungen, unter den Andenken. Und da habt ihr dann Bredas bodenlosen Metkrug. Den benutzen wir jetzt mal mit E. Erstmal das Wohl. Ja, genau. Wir tun uns gütlich am Met. Das ist natürlich wunderbar. Was aber viel, viel schöner ist, wir bekommen 100% Erfahrungsgewinn. Yay! Und das für 2 Stunden. Das heißt, Elder Scrolls haut mal wieder eben einen Erfahrungsbonus raus. Klasse Sache. Perfekt, um Twinks hochzuleveln oder noch den einen oder anderen Champion-Punkt zu farmen. Finde ich gut. Finde ich wirklich perfekt. Und das bekommt ihr, wenn ihr wirklich das erste Mal diese neuen Quests abgeschlossen habt an einem Tag. Dieses Burgbaden-Duett, da müsst ihr mit einem anderen Spieler auftreten. Achtet einfach darauf, ob andere Spieler eben da sind. Und drückt mit der E-Taste in seine Richtung. Dann tretet ihr mit dem quasi zusammen auf. Das gleiche gilt hier auch für den Lavafuß-Stampfer. Ihr müsst einfach mit dem anderen Spieler zusammen tanzen. Bei dem Signalfeuersprinter war es ein bisschen herausfordernder, muss ich tatsächlich sagen. Denn bei Leg, mit einem Charakter, der auf Magicka geskillt ist, schnell von A nach B zu rennen und über eine relativ weite Strecke. Ich habe es geschafft mit einem Essen, was meine Ausdauer erhöht hat, und mit einem Tempotrank, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir einen Tempotrank gebraut, oder ihr könnt den auch im Gildenhaus kaufen, und habe dann mich so ein bisschen beschleunigen können und habe dann die 35 Sekunden auch geschafft. Hier muss ich noch Rezepte sammeln. Die Rezepte kommen aus den Kisten, mir fehlt nur noch dieser komische Fischaugen-Whisky. Hier müsste ich noch ein bisschen angeln, aber ich bin auch guter Dinge, dass ich die 2 Fische noch bekomme. Das gleiche ist dann hier mit dem Gestaltwandler-Achievement, mit der Gestaltwandler-Errungenschaft. Muss ich noch einzelne Teile zusammensammeln. Hier gibt es natürlich wieder so eine große Errungenschaft, wenn man wieder alle Errungenschaften gesammelt hat, die es so gibt. Hier der Titel Die Großherzige. Und hier ist es noch so, dass ich, das ist so schön, dieses Event bei den Waldelfen ist ja so, dass man eben diese Schlammwelle werfen kann. Und hier fehlen mir noch die Großkönige, das heißt, ich habe jetzt schon ein Rennen beworfen, muss dann noch Jorun, den Skaldenkönig und Großkönig Emmerich erwischen mit einem Schlammball und ihn sozusagen ein bisschen einschlammen. Aber auch da bin ich positiv davon überzeugt, dass ich das noch wirklich in den nächsten 2 Wochen hinbekomme. Also von daher zeitlich finde ich es eine super Sache, dass wir wirklich extrem viel Zeit haben, um das Ganze ja zu lösen. Gerade in Anbetracht dessen, dass viele Leute ja zum Jahresende auch ein paar andere Dinge zu tun haben, als bei Elder Scrolls Online online zu sein. Und es gibt so Familie, Silvesterabende oder sowas. Am 1. ist man ja sowieso ein bisschen out of order. Aber egal. Insgesamt für mich ein sehr schönes Event, wenn das mit den Lags nicht wäre. Gut, da hat Elder Scrolls Online relativ wenig Einflüsse drauf. Aber man kommt auch durch, ne? Also wie gesagt, die haben mich jetzt nicht von den Achievements, auch von den Zeit-Achievements abgehalten. Deswegen, insgesamt, ich bin sehr happy, habe das jetzt zum dritten Mal, also im dritten Tagesumlauf sozusagen einmal durch und finde das total super. Und ich habe dieses Video schon einmal angefangen. Und das war direkt am Tag von dem Release. Und dachte mir so, ja, machst du so ein kurzes, knappes Video, zeigst du mal so die erste Quest, weil ich dachte, dass es eine Tagesquest von den 9 gibt pro Tag. Gab es aber gar nicht. Jedenfalls habe ich komplett meinen ersten Mega-Fail-Dia-Show-Umlauf aufgenommen. Das sind, ja, ich sag mal, 4 Folgen, die alle so um die 30 Minuten sind. Die werde ich jetzt in der nächsten Woche einmal hochladen, damit du dann einmal wunderbar daran teilhaben kannst, wie so ein Umlauf aussehen kann, aber nicht unbedingt aussehen muss. Vielleicht hast du da ein bisschen Spaß dran. Schon mal so eine kleine Überraschung zum dritten Advent von mir. Special-Folge mit Virunia. Also wenn du das antun möchtest, schau die Woche gerne wieder vorbei. Ich lade das dann jeweils hoch. Ne? So, das ist alles zum Neujahrs-Event. Sind jetzt doch knapp 10 Minuten geworden. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Video. Ciao!